Ich muss, wie gesagt, immer noch morgen früh raus. Ich muss morgen früh auch um 8 Uhr raus. Das Problem ist, ich hatte die ganze Woche jeden Tag nicht mehr als 4 bis 5 Stunden Schlaf. Ich auch nicht. Weißt du, wie viel Schlaf ich nachholen muss? Ich hatte auch nicht viel Schlaf. Vertrag das nicht, mein Verkörper, ja. Merkst du, es fängt schon an. Mein Körper verträgt das nicht. Ich hätte auch nicht gerade viel Schlaf. Aber mein Körper verträgt das nicht. Okay. Ich heiße nicht satt, Niklas. Ja, das ist. Ich hätte schon wieder fast deinen Namen gesagt, dann hätte ich schon wieder schneiden müssen. Ja. Letztes Mal habe ich es einfach rausgeschnitten, da geht's einfach nur so. Ist es die Mailbox von du Idiot! Das geht ernsthaft so. Okay, jetzt haben wir 48.000 Liter hier drin. Aber die Silage ist gleich leer. Ja, ich habe auch die Zeit auf 120 gestellt. Okay, ich komme nicht rückwärts. Und zwar. Wenn der Häcksler vorne an ist, dann jetzt kommt das ist die leer. Aber wir haben jetzt auch 44.000 Liter hier drin. Weil das Ding füllt einfach nicht mehr nach, weil die genug haben. Weißt du, was geil ist? Der Häcksler zieht so viel Leistung, wenn der anders kommt, der Trecker nicht mehr rückwärts. Dann mach ihn aus. Drück einfach kurz B, dann fährt er wieder normal. Hab ich ja. Und wenn du Vollgas bist und dann B drückst, fährst du schneller. Mach ich. Ich würde sagen, ich mach noch bis 0. Ja. Dann krieg ich meine 8 Stunden Schlaf. Ja, dann erklär ich dir noch kurz, was ich vorhin meinte, wodurch du eine Menge Zeit sparen wirst. Beim Rendern und Schneiden. Beim Schneiden und Rendern, nicht Rendern und Schneiden. Bei Schneiden tue ich vor und Rendern. Also. Weil wenn du das so machst, kannst du jetzt auch noch eben schneiden. Das ist ja eh scheißegal. Was wollte ich jetzt machen? Was kann ich jetzt überhaupt machen? Ach, ich weiß noch damals. Als ich noch mit Camtasia geschnitten habe. Camtasia war auf jeden Fall einfach, aber die Qualität war nicht so gut. Ja. Aber eins ist geiler bei Camtasia. Es geht nämlich leichter und funktioniert besser. Was? Weil du da nicht so viel einstellen musst. Wenn du ein Greenscreen hast, kannst du auch einen Hintergrund rausschneiden und was anderes einfügen oder gar nichts einfügen. Also eine kannst du bei Premiere Pro auch. Ja, aber hier musst du alles einstellen und wenn Filter drin sind, dann sieht man das viel stärker als da. Nein. Also bei Camtasia sieht man es auf jeden Fall, also bei Camtasia ist es einfacher. Nein, es ist voll einfach bei Premiere Pro. Ja, Camtasia ist ja auch ein Anfängerprogramm. Vor allem, wie viel die davor verlangen. Weißt du, wie das bei Premiere Pro machst? Ja, weiß ich, habe ich schon geguckt. Ultra Key draufpackt, bevor wählt die Farbe aus und fertig. Grün, in dem Falle. Ja, oder was auch immer. Blau. Kannst jede Farbe nehmen, die du haben willst. Ja, kommt drauf an, was das für ein, was du da hast halt. Ja, kannst du schwarz nehmen. Ey, so einen schwarzen. Also, wenn ich bei mir einen hole, dann hole ich mir einen Greenscreen. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich den befestige. Wie denn? Es gibt ja Greenscreens, die haben oben so eine Stange, wo man die aufhängen kann, ne? Ja. Und da ist eine Halterung dabei. Schraube ich mal in die Decke und dann hänge ich den hinter mich. Ich habe mein Ding in einer Dachschräge stehen, das könnt ihr echt gut machen. Ja, ich könnte das auch gut machen. Ich habe über mir ein Dach. Kostet auf Amazon 50 Euro mit Tuch. Weißt du, was cool ist? Du brauchst ja auch noch eine Softbox, ne? Ja, theoretisch. Wirst du irgendwann vielleicht mal Facecam machen? Vielleicht. Wissen die Leute überhaupt, wie du aussiehst? Nö. Ich weiß es. Meinst du Unge oder so weiß, wie GLP aussieht? Ja, klar. Es ist zu fragen. Meinst du, Debitor weiß, wie wie GLP aussieht? Nee, ist nur durch sein Bruder. Ja, deswegen, ja. Er sieht wahrscheinlich recht ähnlich wie Debitor aus. Das haben Brüder so gemeint. Nein. Weißt du es nicht? Was denn? Weißt du das nicht? Was? Einer von denen ist. Also, ich weiß jetzt nicht, welcher von den dreien war, von Lips, Bibeto und GLP. Einer von denen ist der Halbbruder. Ich glaub. GLP ist der Halbbruder. Haben die noch einen dritten? Lips LP? Weiß ich nicht. Ist der dritte. Ich weiß, dass die alle Brüder sind. Lips LP, Bibeto und. Genau, sowas. 0 Uhr und wir haben 14.000 bekommen.
Das ist gut. Dafür werden jetzt Kühe gekauft. Eine gewisse Person hat mir endlich geantwortet. Er hat mir den ganzen Tag nicht geschrieben. Seit heute Morgen. So, jetzt haben wir 24 Kühe. Bull. Total Bull. Bull. Und wir haben immer noch 29.000 Liter hier drin. Und das Ding ist wieder voll. Ride a car. Ride a car. Jo Leute, und auf jeden Fall, vielleicht kommt noch ein anderes Video. In 21, also ich werde wahrscheinlich in 21 Stunden und 21 Stunden und 26 Minuten werde ich ein Video aufnehmen, wie ich Town Hall 8 werde und die Gebäude dafür baue. Was? Bei Clash of Clans. Ah, ja. Ja, nach Clash of Clans haben auch Leute nach. Weißt du, was ich jetzt wagemutiges probiere? Was? Mit dem T4 die Mammutschaufel zu bedienen. Oh Gott! So, ich hab das Heckgewicht jetzt runtergelassen. Das schleift jetzt fast auf den Boden. Damit das Gewicht tiefer sitzt. Verstehst? Jo. Muss mich momentan entscheiden, weil ich will ja umsteigen von meiner 87 auf 269, ne? Ja. Weil ich da auf mehr Rechenpower rauskomme. Ja. Und weniger Stromverbrauch. Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich ich kann mich zwischen drei Ausführungen nicht entscheiden. Entweder die Gigabyte G1. Ja. Halt die größte, glaube ich, von allen. Die Asus Strix. Kennst du, oder? Ja, oder? Oder die Dings, wie heißt sie? Pellet. Ich glaube, die Asus Strix ist die leistungsstärkste, oder? Nein. Weiß ich gar nicht. Vom aber Takten die, von Art, die Twix also, sind eigentlich nie, sind immer ganz gut. Ja, aber der Takt ist von der Pellet am besten. Dann nehmen wir doch die. Die sehen auch nicht schlecht aus. Ja, aber das Geile ist, die G1 kann man glaube ich sogar noch übertakten, weil die hat doch den Dreierkühler da. 380mm Kühler. Ja, und? Was hat denn mit Übertakten zu tun? Ja, die hat eine bessere Kühlleistung, wollte ich damit sagen. Ja, auch die Reference Design Kühler haben keine schlechte Kühlleistung. Ich habe meine sind Reference Design und ich kann die locker übertakten. Aber ich mach's nicht. Du hast ein Referenzdesign. Ja. Das heißt Standard Design von Nvidia. Ja. Läuft. Das ist für meine schwarz. Schwarzes Kunststoffgehäuse, wo man nichts sieht. Mit hinten einem einzelnen Lüfter da. Reference Design. Habe ich. Ich habe mir halt eine mit einem anderen Kühler. Und die könnte ich theoretisch übertakten, wie ich das wollte. Wie, auf wie viel läuft denn deine? Turbo-Takt sogar. Muss ich nachgucken. Weiß ich nicht auswendig. Leute, unser Feld, was hier besät wurde, mit was auch immer, was du hier besät hast. Fertig. Ja. Was ist da? Seht. Weiß ich nicht. Wo ist die BGA? Oh, geil, ich bin auf dem Desktop gelandet. Oh nein. Schwebs funktioniert nicht mehr. Na klar. Raum schließen. Nee, es sieht weniger Leistung als die Kartoffel. Das ist das Witzige. Hatte ich schon drüber nachgedacht. Und das wird auch passieren, sobald ich einen neuen Prozessor habe. Weil dann mache ich zweiten PC flaps. So, dann jetzt Alt F12 und wieder. Alt F12? Alt F12. Ist ja. Aufnahme. Nee, Alt 12. Nee, doch Alt F12. 1, 2, 3. Wenn ihr wissen wollt, warum ich das mache, das ist dazu, damit ihr es synchronisieren kann. Weil ich habe jetzt gerade wieder ein neues Video gestartet und da muss ich das machen. Und ich habe noch 400 GB zur Aufnahme frei. Ich habe noch viel mehr. Ich habe über 1 TB. Wie? Du hast nur noch 400 GB.
Doch nur so wenig. Auf meine Aufnahmefestplatte. So. Du hast doch 4 Festplatten, oder? Ja. Aber die Aufnahmefestplatte hat 2 Terabyte. Ich könnte die Ecke mal leeren. Meine Aufnahme, also meine allgemeine Festplatte hat ja 2 Terabyte insgesamt nur. Ich könnte die Aber ich will bei meinem neuen PC, also in einem Jahr oder so, ich werde jetzt halt Stück für Stück aufrüsten. Wird auf jeden Fall ordentlich. Ich glaube X99 Mainboard. Ja. Brauchst du meine? Ein i7 5820K ist so das Leistungspreis-Leistungsbombe. Noch nicht abbiegen. Dann, Grafikkarte. So. Grafikkarten will ich halt die 2 GTX 960. Was? Heusilos leer. Achso, Gras, ja. Niklas, hast du nicht richtig voll gemacht? Weißt du, wie viel da reinpasst? Ich bin schon in der BGA, ne? Ja. Könnte gleich lecken bei dir. Nö, die BGA leckt ja nicht. Weil das kleinere Silos sind. Welches Silo soll ich benutzen? Ja, ich nehme das erste. Was am. Jetzt habe ich das letzte genommen. Warum das letzte? Keine Ahnung, einfach weil ich es kann. Bist schon drauf? Was? Bist schon drauf? Ja. Ich leck kein bisschen. Läuft. Ich hab gleich das Silo leer. Oh, Alter, die Bremsen von dem Teil sind schrecklich. So. Ich hab gleich das Silo leer. Welches? Das oben. Ja, meinst du das Silage-Silo? Ja. Mit der Mammut? Ja. Wow! Niklas. Mhm. Ich hab ein Problem. Steig aus. Steig mal. Ja, die Schranke ist gemein, ich weiß. Die hat mich hochgehoben. Einmal Brüssel. Dann machst du jetzt einmal einfach so. Und hast doch ein Problem. So. Danke. Hey. Danke. Hast du jetzt ernsthaft das letzte genommen? Ja. Warum? Aus Versehen. Ich wusste ja nicht, dass du das nicht willst. Warum nimmst du denn die, dass die das am weitesten weg ist? Ich war jung und brauchte das Geld. Nee, du kriegst ja nicht mal das Geld. Das ist es. Hast du einen Helfer drin? Oh, hä? Nein. Soll ich einen Helfer drin haben? Warum verliere ich dein Geld? Keine Ahnung, Steuern? Ja, Steuern. Nicht verliere konstant Geld. Ja, weißt du, woran das liegt? Ja. Guck mal, wie schnell die Zeit vorläuft. Ja. Was soll ich einen Helfer drin haben? Ist hier nicht. Ich werde nie einen Helfer benutzen. Oh, in 18 Minuten muss ich schon weg. Tja. Das ist schlecht. Würde ich mal sagen, ne? Ja, leider. Einen tue ich dann wahrscheinlich zum Morgen. Ich drehe gerade eine Tour über die ganze Map. Hm? Hier. Was machst du? Hier denn? All. Wo bist du? Das ist, für Silage. Wo ich dir gesagt, da war vorher der Berg drauf. Und jetzt sind da ganz viele kleine. Hier ist eine Rampe und wo. Wieso? Hä? Für was ist das? Damit du da auf dem Hänger drauf laden kannst. Wo bringst du das denn hin? Zur BGA. So ist das nicht an der BGA, ist die Frage. Weil das so extra ist, ein Berg. Keine Ahnung, weil da direkt daneben Feld 32 ist. Feld 32 ist komplett mit Mais, ne? Guck mal, guck mal auf die Karte. Feld 32 ist kaum. Wie viel kostet das? Keine Ahnung. Ich glaube 150 oder so. Hier ist das Ende der Map. Macht man das jetzt am schlausten? Komm.